بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei den mit Heftigkeit Entreißenden und den leicht Herausziehenden und den unbeschwert Dahingleitenden, den allem Vorauseilenden, den eine Angelegenheit Regelnden, am Tag, da das Zittern einsetzt und das Nächste hinterherfolgt. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen und ihre Blicke werden demütig sein. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind. Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Und sogleich sind sie auf der Oberfläche. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ist zu dir die Geschichte Moses gekommen, als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tuah rief. Geh zu Pharao, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern, und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, so dass du gottesfürchtig wirst. Da zeigte er ihm das größte Zeichen, er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Nießbrauch für euch und für euer Vieh.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt, am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat, und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht, was denn denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag.